So, hallo und herzlich willkommen bei dem Doktor, der sich gerade einen Wolf sucht, sozusagen. Halt, da muss ich hin. Die Taste wollte ich. Und ich möchte ein paar Sachen loswerden. Ach ja, stimmt. Ja, das modische Leder habe ich da gelassen. Stimmt, ich weiß jetzt auch wieder, warum ich eigentlich holzen wollte. Das kommt da, das kommt da. Dann mache ich mir dann doch mal, dann fange ich unten, würde ich sagen, in der unteren Etage dann doch mal an, so ein bisschen was vorzubereiten. Dass wir diesen ganzen Ranz hier nicht überall rumfliegen haben. Schallplatte. Mal Plattenspieler verbasteln. Rohes Schweinefleisch. Da kommt rohes Schweinefleisch zum rohen Schweinefleisch. Ja, genau. Ich hab. Die Steinaxt wird für ein paar Bäume halten, hoffe ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich hoffe, ich möchte, dass sie für ein paar Bäume hält. Moment mal. Papp. Ah, die geht doch das jetzt auch, ne? So. So. Schönes Ding. Gucken wir mal unten. Habe ich schon. Okay. Ja, ich würde sagen, dann geht der Doktor gleich nochmal eine Runde Holz hacken. Wie sieht's aus mit dem Rüzzeug aus? Wächst ganz gut. Allerdings warte ich hier jetzt mal drauf, dass ich nicht genau auf die Fensterscheibe, Mittelpunkt der Fensterscheibe gucke. Ja, okay, Kürbisse kann man schön beleuchten, aber das wäre ganz nice, wenn man hier ein paar Kürbisse beleuchtet hinsetzt. Aber so weit sind wir noch nicht. Deshalb erstmal eine kleine Runde. Ratzen. Mal gucken, was denn sonst noch so auf Scheibe geht. So. Wie war das? Ich wollte eine Runde Holz haben. Holz für die Truhe. Können wir das Birken. Können wir. Ach, da hau ich da jetzt die Birken weg. Das Gesumse da oben. Weg damit. Hau weg den Dreck. Hallo Schweini. Jo, super Herr. Irgendwie habe ich das immer wieder, dass das auftaucht. Sie haben Erfolg, dass Sie dreimal auf Holz geklopft. Hier ist. Och, Schweini. Geh zu Porky, spiel mit dem. Überhüpf mir nicht auf der Nase rum. Ja, Porky, genau. Geh hin. Zack, zack. Porky Pig. Oder hilf deinen Brüdern. Also denen, denen das Haus vom Wolf umgeblasen wurde. So. Und munter geht's weiter hier mit der Abholungsaktion. Eichenholz habe ich gleich, glaube ich, eine ganze Menge. Ja, ich höre dich doch, Schweine. Wir haben jetzt sogar noch ein bisschen schönes. Schöner Sand, schönes Sand. Oh, Tenno, penn ich. Das heißt, penn, obwohl seit neuestem kann ich ganz gut schlafen. Ach, jetzt bin ich doch mal neugierig. Vielleicht sieht man hier hinten ein NPC-Dorf. Ich habe mich gerade gewundert, einer der Monitore ist gerade ausgegangen, also der linke vom Hauptmonitor. Das hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Hier haben wir Schweine. Schweine, Schweine, Schweine. Das ist so eine große Fläche. Vielleicht findet man hier ein NPC-Dorf. Einfach mal eine Runde langstratzen. Mal von hier oben. Boing, boing, boing. Gummibären. Ach du fuck. Okay, da ist ein Pilz. Ach, da ist ja der nächste Sumpf. Och nee, ey. Ja, komm, lauf schneller. Was ist das, wenn ich hier gerade eh bin? Bäm, 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 bäm. Ja, komm, du sollst auch nicht alleine bleiben. Ab bei mir in den Rucksack. Aber zack, zack. Wollen ein armer Rind ja nicht alleine lassen. Oh, ich glaube, ich sollte jetzt mal selbiges Rind mal kurz wegsnacken. Okay, ein paar Mal zu tief gefallen, würde ich sagen. Bups, bups, da sind Schweine. Das ist alles ganz schön, aber ich könnte jetzt mein NPC doch wirklich gebrauchen. Den
ich ein bisschen Möhren klauen kann und so. Okay, komm. Wir wollten ja sowieso in die Richtung, hatte ich zumindest da gesagt, dass wir da lang wollen. Also schauen, kann ich ja jetzt mal schnell gucken. Ich habe also die dumme Vermutung, dass wir hier auch nicht viel Glück haben werden im NPC-Dorf. Such mal, hat der hier Löcher generiert. Oh, aber dafür wäre ein schönes Bergladen. PC-Dorf, ich huste ja was, Dr. Ten, oder? Ah, okay, komm. Zurück. Muss ich in der nächsten. Wir werden noch ein NPC-Dorf finden. Erstmal. Los, komm, stratz da hinten hin. Und wir haben ja zur Not noch den Dungeon, den wir da unten noch untersuchen können, weiter, obwohl ich das schon ganz gerne in nicer Weise mit dem Dingo tun würde. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Auf alle Fälle wird's dann, werde ich mich noch dran setzen die Tage und dann gibt's noch eine Runde Deponia. Ja, wunderbar, Deponia. Mit dem guten Rufus. Weil ist ein geiles Adventure. Ganz ehrlich. Ich habe mal angefangen, also was heißt angefangen? Ich habe auch Edna Bricht ausgespielt. Schon ein, zwei Mal komplett durch. Das war schon geil. Das war so wirklich das Erste, was Daedalic gemacht hat, meine ich. Und ich muss nur eins sagen, Jan Müller-Michaelis oder besser gesagt Pogi, wenn du das hörst. Geiles Teil. Ganz ehrlich, geiles Adventure. Es ist total durchgeknallt, Edna Bricht aus. Okay, Deponia ist... ist teilweise genauso schlimm. Ne, ich sag nur, wie war das? Chaos auf Deponia. Der Opti-Pieps am Anfang. Ich hab mich so abgefeiert. Also ich hab abgefeiert, als ich das gesehen habe. Ich hab das Let's Play gesehen. Also ich hab mir Let's Play angeguckt. Ich hab mir das vom Gronkh angeguckt. Und ich hab so gefeiert, als das er da mit dem Opti-Pieps getrieben hat am Anfang. Das war so geil. Also... Ich weiß nicht, wo du die Ideen her hast. Sie sind genial. Und das ist wirklich sowas, das hat mir bei Adventure so wirklich gefehlt. Diese total durchgeknallten Sachen. Das ist wie bei Monkey Island. Das war der zweite Teil, wo man Stan in einem Sarg einnageln musste. Das war genauso, weil ich was wie in den Sarg packen. Aber war geil. War einfach geil. Und dass das aus Deutschland das kommt und die Jungs, jemand, den man uns ausspricht, jetzt auch noch am Wachsen ist und die in den nächsten Düsseldorf auch noch ein neues Studio aufmachen wollen. Ich sag mal, ich bin echt gespannt auf die Spiele von den Jungs, auf die neuen. Und ich werde wahrscheinlich, ich werde auch einen Großteil der Spiele hier dann nach und nach mit auf den Kanal bringen und Let's Playen, weil ihr werdet es bei Deponia sehen. Ich werde mit Deponia anfangen. Ich hole mir dann noch die anderen beiden Teile. Ich hoffe, dass ich das alles jetzt in den zwei, drei Wochen schaffe, die ich noch hier zu Hause sein darf, bevor es zu, ne, ich habe es schon in einer Folge erzählt, eine neuen Arbeitsstelle von mir geht. Ansonsten, ja, bleiben mir ja noch die Wochenenden über und dann werde ich mal gucken, dass ich so zumindest an einem Tag vom Wochenende, ja, zumindest dann so ein Adventure probiere, einen Großteil von zu machen, sodass man immer ein bisschen abwechselnd hier auf dem Kanal hat, ist ja jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Wie gesagt, auch während der letzten Zeit, gerade wegen der Übergabe, die ich gemacht habe mit meinen alten Kollegen, weil, ja, ich war großenteils, habe ich ja gesagt, ich war für den Bau zuständig von der neuen Hauptverwaltung von uns. Das ist eine ganze Ecke Holz, was man da machen muss. Und dazu kommt auch noch der Kollege, der es mit mir gemacht hat, der gute Thorsten, ist im Sommer verstorben. Der hat Lymphdrüsenkrebs gehabt. Es war auch nicht gerade, ja, einfach, also ich war auch auf der Trauerfeier von ihm, weil wir haben wirklich anderthalb Jahre, wo wir das gemacht haben, wirklich eng zusammengearbeitet. Unsere beide Frauen haben uns relativ wenig gesehen. Ja, aber manchmal ist es so, der Gute ist noch nicht mal 50 Jahre alt geworden. Beziehungsweise, nein, was sag ich da, er ist 52 geworden, aber 52, Leute, ist echt kein Alter. Und deshalb, Thorsten, wo immer du gerade bist,
Geile Zeit mit dir, hat echt Spaß gemacht. Ich hätte dich gerne noch ein bisschen länger an meiner Seite gehabt. Ja, und dadurch, er war halt für, wie heißt so schön im Neudeutsch, und fürs Facility da. Also, ne, auf gut Deutsch gesagt, Hausmeister, beziehungsweise ne, der Posten, der halt den Hausmeister verwaltet und die ganzen Sachen. Dafür war er dann da. Und ich bin bei ihm als Backup mitgelaufen, er ist bei mir als Backup mitgelaufen. Und da war halt eine ganze Menge Holz, weil es gibt da Sachen, die sind nicht immer so. Man sollte an ein, zwei Stellen nicht bohren, weil da ist eine Fußbodenheizung. Und die hat gerade keinen sehr großen Abstand. Wenn man dann bohrt, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Also bohr mal in der dritten Etage eine Fußbodenheizung. Oder nee, andersrum. Es gibt drei Etagen Gebäude und ne, dann bohr mal bitte sehr in der ersten Etage oder im Erdgeschoss. Bohr da mal aus Versehen in so ein Rohr rein. Dann entleert sich das Ganze mal ganz spontan. Und dann kann man. Ja, die Etage könnt ihr eigentlich dicht machen, beziehungsweise den Abschnitt. Man kann hoffen, dass die Brandschotttüren halten und die Brandverschottung, aber ansonsten. Spätestens durch die Bodenkanäle läuft die scheiß Wasser überall rein und dann war es das. Die ganze Technik ist Fratze. Was schon einer unserer Kollegen geschafft hat, wir haben überall komplett im Haus eine Sprinkleranlage sitzen. Die wollten mit dem Stapler was holen fahren. Naja, war zum Glück in der großen Halle von uns, wo Geräte stehen von uns. Oder, ja, ich sag noch von uns, weil ich immer noch. Ich habe zwar jetzt meine Restzeit, die ich jetzt noch Resturlaub und Urlaubstunde nicht abfeiere. Wo dann halt die Geräte noch standen. Und der ist mit dem Stapler. Pong! Hat er so ein kleines Röhrchen von der Sprinkleranlage abgefahren. Da muss ich zu sagen, alter Verwalter, das war im hintersten Teil dieser Halle. Anderer Teil der Halle, man kommt noch von außen drauf, ist der Wassertank, wo das ganze Wasser gespeichert wird. So ein kleiner Sprinklerkopf. Das Ding schafft 800 Liter in einer Minute. Das Gemeine an der ganzen Sache war dann noch, er hat wen oben, also er hat einen Korb auf den Zinken vorne drauf gehabt, auf den Gabeln vom Stapler, hat den Korb hochgefahren und da sollte einer arbeiten machen. Die haben nicht dran gedacht, dass das Ding ist und der Schutzkäfig ist ein Stück höher als das der halt wegen Schutzkäfig, ich glaube 2,20 Meter, 2,30 Meter, keine Ahnung, ist zumindest höher als ein Mensch. Wenn man da oben nicht dran denkt und da oben verliefen genau die Rohre, verlaufen genau die Rohre und dann bang, der hat einen nassen Arsch gekriegt da oben. Bis er den unten hatte, waren die ersten 800 Liter draußen. Na, ihr könnt euch vorstellen, man muss einmal um die Halle rum, das dauert so seine 2, 3 Minuten. Wenn man den Schlüssel für die Tür von der Zentrale hat, also wo die Pumpen sitzen, hat man den nicht, heißt das einmal dritte Etage, Vordergeschoss, nach hinten, da immer locker 10 Minuten so unterwegs und dann sind da mal eben so 8000 Liter, die sich ergießen. Halt nur 800 Liter pro Minute, das finde ich schon ganz schön. Ganz schön heftig. So, es ist mal wieder Nacht, ich glaube, dann hau ich mich jetzt nochmal hin. Ja, Motoki wurde von einem, ja, Dr. Tenuba wird zum Doof und von Enderman tot gemacht. Das wissen wir ja nur. Oh. So, und dann werde ich jetzt mal. Ich wollte Ton machen, ne? Da fahrt ihr das ganze Holz gebunkert. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Eichel. Eichel. So, hauen wir mal das raus. Und dann kann ich doch eigentlich schon mal. Das Schöne ist, die Truhen kann man ja jetzt auch endlich stacken. Was heißt endlich? Also bei der Xbox-Version ging es zum Beispiel nicht und in den ersten Minecraft-Versionen auch nicht. Da brauchte die immer ein komplettes Feld. Und ich habe ja gesagt, angefangen habe ich mit der Xbox-Version damals. Und das war dann schon wirklich so. Ich musste da überall Truhen, überall bis zum Erbrechen. Das ist dann schon echt ätzend. So. Na, dann haben wir doch zumindest auch schon mal eine Lebensberechtigung für den schönen Keller hier. Und die Lebensberechtigung heißt Lager. Was mich dann zur nächsten netten kleinen Anekdote bringt. Ja. Habt ihr Regal schon mal rückwärts gelesen? Heißt nämlich Lager. Und Lager heißt rückwärts gelesen Regal. Man kann das jetzt natürlich auch noch so weit weiterspinnen. Regallager oder Lagerregal. Funktioniert auch beides in beide Richtungen. Es ist nicht nur Otto und Atta und Omo, was man so lesen kann. Ich weiß nicht, Omo, gibt es das überhaupt noch? Könnt ihr gerne mal in die Comments schreiben, da bin ich mir jetzt. Atta weiß ich aber Omo. Okay, Otto ist ein Versandhandel, den kennt, glaube ich, auch ein Großteil von uns. So, wir haben wir Leder, 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 Leder. Komm, ich packe jetzt mal, da unten machen wir mal eine Steinkiste hin. Zack, zack. Kies, Stein. Ne, anderer Stein. Eine Erdekiste können wir auch machen.
Ja, könnte man machen, wenn der Doktor nicht schon wieder voll wie. Ne, er säuft nicht, aber das Inventar ist schon wieder voll wie Ocelot. Ich sehe schon wieder rohes Rind. Ich glaube, das rohe Rind verwandeln wir gleich mal kurz um. Das packen wir da wieder rein. Zap. Oh, 2x14, kostet 2 Stück Kohle, passt also. Gut. Und dann tappen wir mal wieder. Wenn er denn die richtigen WASD-Tasten trifft. Gehen wir jetzt mal eine Etage nach unten. Und in die Truhe kloppen wir jetzt erstmal. Hey, komm. Steinerwand. Oder einfach mal erstmal eine Bautruhe. Wollen wir nicht übertreiben. Dann kommt die Erde da noch hin. Obwohl die Erde hätte ich viel lieber hier unten. So, Holz brauchen wir noch ein bisschen was. Genau, Geraffel. So, dann laufen wir jetzt noch ein bisschen hinterher. Hier habe ich, glaube ich, noch ein anderes Zeug. Ja, genau, hier geht es nämlich mit dem Stein weiter. Zap, zap, zap. Sag mal. Kommt davon, wenn der Doktor jetzt so doof ist, auf Knöpfe zu drücken. Bruchstein, Bruchstein. Ach, Kies kann er auch mit runter. Ach so, der Doktor ist schon wieder voll. Ja, das soll so passieren. Schon wieder, ne? Ladung überschritten. Also, zappadabadabada. Etage tiefer, komm. Pop, 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 den Scheiß loswerden hier. So, und zack, 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 und zack, und zack. Das ist, nee, das ist der richtige Stein. Den packen wir mal dahin. Der Clean Stone, wie er im Englischen heißt. So. Zu Steinen kommt man hier schneller als zu sonst was anderem. So, und dann denke ich mal, machen wir die eine Truhe da oben, würde ich mal sagen, von Nahrungsmittel und Fresserite ist voll. Dass wir da Fresserei drin haben. Ah, oh, Brain. Ich glaube, das könnten wir. Nein, mal gucken. Weizenkörner, Weizen. Die Knochen habe ich doch gleich auch schon da drüben irgendwo. Die Dinger kann man nicht stacken, ne? Ne, schade auch. Zap und zap. Ich könnte ihm mal eine Reihe machen. Hier gleich hinter dem Zauberbuch, was wir da hinten bei dem anderen Spawner gefunden haben. Stimmt, da könnte man wirklich eine Monsterfalle machen. Das würde sich sogar gut anbieten. Die Spinnen können wir gleich auch zusammenpacken. Das verrottete Brain bestimmt auch. Ja, das ist jetzt halt hier so eine Lauftour. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht so viel. So, also ich glaube, kommt, dann packen wir das dahin. Das kann. Der Doktor drückt immer noch auf den falschen Knopf, so wie es aussieht. Weizen, Weizen, Körnchen, Körnchen, Knöchelchen, Brainbugs. Brain wird für die Hunde benutzt, das kommt mit, das kommt mit. Ach, schon mehr Weizenkörner, das kommt mit. Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr nehmen wir auch mit, das kann man einmal zu Zucker machen und einmal zu Papier, wenn ich mich recht erinnere. Ah ja, kann man. Ja, da wird also so, da hätten wir dann Einbände. Ja, das wird dann ein Fall für den Dingo. Der kann dann da mal ein bisschen mit fliegen. So, Birke kann weg. Ist dann hier die Setzlingeraffel. Eigentlich müssen die Pilze dann auch mit. Und dann gehen wir mal mit rüber. So. Ja, Herbst, es wird dunkel, also. Ist dunkel, wird hier gerade während der Aufnahme auch dunkler, wo ich hier jetzt gerade sitze. So, dann war es rohe Schweinefleisch. Das andere ist schon in der Mache. Da haben wir Hühner. Hier haben wir noch schöne Äpfel. Warte, da kommt das Rindfleisch dann hin. Mann, 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 Mann. Da haben wir eine ganze Tüte Eier in der Hand. So, Pilze, Pilze. Das kommt wieder nach drüben. Ja, komm, kann auch nach drüben. Ofenkartoffelbrot. Ich habe Fleisch, ich muss die ganze Kraffel nicht mitschleppen. Müsste mich mal einigen, was sofort essbar ist, kommt dahin. Na, Axt ist nicht essbar, die kommt dahin. Ofenkartoffel, ach komm, Ofenkartoffel kommt auch dahin. So, dann haben wir Blubsand, das kommt mit, das kommt mit. Ganz ruhig, Herr Doktor. Der Doktor kommt gleich. Er wäre verwuselt und ich weiß, was man eigentlich gerade machen will. Oder mal wieder irgendwann hängen bleibt. Ich dachte, das fängt hier an zu schiffen in Real Life. So.
Das kann hier nach kommender Spinnenauge brauchen wir für irgendwelche Tränke, die mich jetzt noch nicht wirklich kredenzen. Die Kohle kann halt nein. Die Hälfte. Doktor. Nicht so hektisch werden. Die Kohle kann. Achso, der Kies ist schon voll. Ah, das kann dahin, das kann dahin. Oh Gott. Die Stufen packen wir mal unten zusammen hin. So, und dann tappert der Doktor mal wieder eine Etage tiefer. Und wird sein. Hallo? Und wird seinen Scheiß jetzt mal hier in die Bautruhe ergießen. So, dann haben wir hier noch Stein normal. Komm, dann kommt der Kies dahin. Holz, ach komm, kommt dahin erstmal. Ich glaube, was ich gleich mache, ist noch ein Table. Ja, ein Table machen wir gleich auch noch so. Ich habe noch anderes unfertiges Holz. Das kommt dahin. So, den klaue ich mir mal kurz zurück. Sand. Dahin. So. Und ich mache hier nochmal schnell für hier unten. Ich kann auch hier eine Ecke machen. Genau. So, und dann sollte ich hier doch so einfach so einen kleinen. Genau, eine Werkbank. Ach, jetzt habe ich es ja trotzdem gemacht. Egal. Werden wir los, die Werkbänke. So. Ah, Tenno, du bist so ein Dussel. Nö, das bietet sich für Truhen an, aber allerdings könnte man da. Zam. Zam. Bisschen doof hingestellt, aber egal. So, dann haben wir hier Werkbänke. Das nächste Hütte ist nicht wirklich. 1, 2, 1, 2. Ist die leer? Die ist leer. Also bauen wir das Ding mal schnell ab. Das sieht sonst so doof aus, wenn das so doof symmetrisch da rumsteht. Pam. Pam. Eine Goldtruhe, könnte man fast denken. Ja komm, dann mache ich's was. Eine. Plopp, da haben wir es wieder und pam! Bisschen übertrieben. Oh, sieht ganz nice aus. So, komm, dann kommt die Fackel da weg. Und die Fackel kommt dafür. Dahin. Dann würde ich sagen, dam dam. Oder auch noch eine Fackel. Meine Fackel, Mann. Dann haben wir das hier unten schon mal einigermaßen hübsch. Ja. Zum Thema einigermaßen hübsch. Ich glaube, mir ist gerade bei meiner Uhr der Timer ausgegangen. Na gut. Ah, die Melonen werden langsam. Es wird mal wieder Nacht in Minecraft, oder? Ja, Day die Sonne unter. Die Kartoffeln sind schon ganz gut. Wie gesagt, wir müssten mal Möhren finden. Ich denke, in der nächsten Aufnahme probiere ich nochmal ein paar Möhrchen zu finden. Und die Folge wird jetzt halt ein bisschen kürzer. Weil dann haue ich mich hin und mache jetzt hier einen Cut, was die Aufnahme angeht. Okay, bis zur nächsten Folge und zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao, euer Doktor. Uah.